Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars The Clone Wars. Beim letzten Mal haben wir gegen General Grievous gekämpft und dieses Mal machen wir einfach die nächste Mission und suchen am Ende noch rote Steine. Wenn euch dieses Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Falls ich gerade etwas müde klinge, das liegt daran, es ist 8 Uhr am Morgen und ich habe noch nicht geschlafen. Also, ich lebe gerade den Ferienmodus. Naja, viel Spaß. So, geht weiter. So, jetzt hatten wir gerade General Grievous, dann gehen wir jetzt wieder zu Dooku. Graf Dooku. Kapitel 4. Die Verteidiger des Friedens. Komm, sind wir mal ehrlich, das liest eh keiner. Deswegen überspringe ich jetzt. MP Dead. Und tschüss. Gerade einfach aus dem Hangar in den Hyperraum gesprungen. Vor allem Anakin geht's ja eigentlich gar nicht gut. Ich glaube, das ist ja wieder so ein Schlachtfeld bestimmt. Boah, richtig Geld hier. Achso, Klon. Ah, Speeder. Ja, da hinten ist ein Strahlenschild. Ne, das ist kein Strahlenschild, aber ein Schild auf jeden Fall. Ah. Er hier hat und der Klon. Commander Bly. Oh, hier kann man, glaube ich, richtig schön Geld farmen. Gut, dann hier kann man was mit der Macht machen. Ein Kern. Okay. Oh, da hinten ist Ui! Ah! Ich kann es da selber bauen. Deswegen liegt wahrscheinlich auch so viel Geld, damit ich mir was leisten kann. Weil es kostet natürlich. So. Geschütz. AV-7 Kanone. Achso, mit dem kann ich jetzt dann hier. Hier noch einen bauen, aber auch nur ein Geschütz. Habe ich schon gebaut. Ah, ihn hier muss ich zerstören und der ist von 3 Strahlenschilden geschützt. Ups, das war ein Panzer.
So, gut, dann würde ich mal hier hinten mit den Druiden anfangen. So. Platt. So, das ist jetzt meine Basis hier. Jetzt kann ich hier selber bauen. Luftunterstützung klein. AT-RT. Den hatte ich mal als Lego-Set. Ah. Entschuldigung. Genau, der schickt mir jetzt diese Transporter-Kanonenboote, die... Hä? Der hatte gerade einfach den Transportarm eingefahren. Ausgefahren. Heißt, der war nichts angekoppelt. Alter, wie viele Droiden? Kiki! Ich brauche mal kurz einen Speeder. So. Jetzt kralle ich mir den Droidenpanzer. Gut, dann nehme ich mir jetzt doch nicht das Geschütz. Panzer. Gut, dann. Zerstören wir noch kurz hier. Die Druidenfabrik. Weg kaputt. So, und jetzt kann ich hier wieder selber bauen. Und kann Kasernen bauen. Blasterklone. Blasterklone, Blasterklone und Raketenklone. Warte, dann baue ich hier noch eine Truppe Blasterklone. Ich glaube, jetzt ist das auch voll hier. So, einmal hier bitte den Ground Support. Ah, ich sehe schon. Es ist gut, dass ich die Raketenklone gebaut habe. Ich brauche einmal den Klon-Commander, bitte. Wo ist der? Hier. Und einmal Raketenklone. Die laufen jetzt hinterher. Und jetzt kann ich mit denen auf das Geschütz zielen. Und die gehen dahin. Hallo, ihr Hirnis. Obwohl, warte, einmal bitte hier. Achso, die sind jetzt im Vollmarsch dahin. Unterwegs. Ignorieren einfach, dass sie. Warte. Meine Kollegen, wenn ihr gerade schon da seid, dann könnt ihr auch. Nein. Bitte, einmal. Das Strahlenschild hier zerstören. Wenn ihr schon mal hier seid. Oh. Lilane Steine muss ich kurz. Ganz kurz hier was einsammeln. So, wenn ihr schon hier seid, könnt ihr auch das hier. Jetzt müssen wir hier die Basis auch eingenommen haben. Luftunterstützung. ATAP-Läufer. Den wollte ich immer als Lego-Set haben. Gab's aber nicht, weil zu teuer. Au. Na, nee. Jetzt erstmal das Geschütz.
gehen wir hier einmal, latschen wir einmal durch, um das Geld einzusammeln. Weil ich mag Moneten. Ein Schildgenerator. So. Und jetzt noch den anderen Schildgenerator. Also, Geld hier einsammeln. Ich mag Moneten. Schildgeneratoren. Komm, das ist... Das ist... nutzlos. Oder? Ist es das? Na komm, stemmen wir einen auf. Und bauen dann hier noch eine Kaserne hin. Haben wir noch was anderes, was wir bauen können? AT-RT noch einen zweiten, okay. Dann nehme ich mir so einen noch. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier gegen andere Spieler richtig Spaß macht. Ich würde sagen, wir sind auch ordentlich und zerstören alle gegnerischen Basen. Okay, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, steht hier ein Geschütz auf dem Plot. Oh ne. Zwei Droiden verbringen. Nicht viel besser. So, dann glaube ich mir einmal den AT-AP. So. Gut. So. Noch Droiden zerfetzt. Dann hätten wir das. Gut, jetzt kann ich hier noch Strahlenschilde bauen. Komm. Lass ich sein, weil, ich reiz jetzt auch noch meine anderen Sachen ab, damit ich... Also ich, zerballer jetzt hier den... das Geschütz und zerstören nur den Strahlenfilter als letztes, weil ich will meine eigenen Sachen noch abreißen, um das Geld zu behalten. Gut, dann reißen wir den ab. Ich glaube, wir kriegen nicht alles an Geld zurück. Ab. Ich reiß ab, bis ich wahrer Jedi werde. Gut, dann haben wir hier noch drei, das sind Klone. Eins, zwei, muss reichen, glaube ich. Haben wir, dann mache ich jetzt noch ein Strahlenschild kaputt und dann alles. So. Gleich. Der Druide hat nur Senkrad. Jeha!
Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Yay. Wack-Tu. Das war's einfach. Wahrer Jedi. Freigeschaltet. Weiß, dafür gibt's einen extra goldenen Stein. 500.000 habe ich jetzt. Ich muss jetzt erstmal wieder mich erinnern, wo habe ich denn den Mal 2 gefunden? War das der unten im Brückenboden? Oder war das ein anderer? Ja, kann ich jetzt nachschauen. Bin ja jetzt da. Ich muss gleich mal im Gefängnistrakt da gucken, ob da jetzt die auch wirklich da eingesperrt sind. Oh, die kenne ich noch. Das sind aus Clone Wars, das sind so Superpanzer, die sind unzerstörbar. Da müssen wir mal schauen. So, jetzt brauche ich einen kleinen Charakter. Da ist der Yoda. Ich glaube, der andere hätte es auch getan, aber Yoda ist cooler. So. So. Ach ne, den hatte ich schon gekauft, der hier unten lag. Gut, dann ist jetzt die Frage, wo ist der Mal 2? Warte, ich habe den roten Stein, rote Steine Detektor. Dann finde ich den damit. Dann war der irgendwo anders im Schiff versteckt. Dann gehe ich mal kurz auf Steine suchen. Oh. Im Dunkeln leuchten. Ich hab's. Oh, Zufall, dass ich erst verletzt dabei habe. Was ist? Mini-Kick-Detektor. Boah, ich hätte es fast auf Kauf gedrückt, hätte eh nichts gewartet, ich habe das Geld nicht. So, dann gehen wir noch kurz hier rein. Mal sehen, was das für ein Raum ist. Das war... Hä? Ach so, hier kann ich, Speeder und so bestellen. Und kann dann hier rumfahren. So gesehen eine Testfläche für Speeder. Wer ist er? Tewatka. Was? Punkt Nummer 2. Kauf. Extras. Im Dunkeln leuchten an. Punkt Nummer 2. Achso, ich leuchte jetzt einfach. So, das war's. Das Ende war jetzt ein bisschen chaotisch, weil ich halt lange nach diesem Stein gesucht habe. Und ja, deswegen habe ich es einfach ein bisschen kürzer zusammengeschnitten. Passt schon. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, die Videos kommen gut an. Es ist für mich gerade noch der 31.12. Ich lade gerade noch das erste 4-Stunden-Video hoch. Und ja, wow, das kommt halt erst in ein paar Tagen. Ich hoffe einfach, mein Comeback, wenn man das so nennen kann, gelingt einigermaßen. Sonst höre ich halt wieder auf. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.